Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ja, so mehr oder weniger zwischen den Folgen. Ich spiele heute mal wieder privat ohne Ryko oder Binok. Eine kleine Folge Dead by Daylight, wieder mit dem Fallensteller. Eine ist dabei, die hat Rot an. Ich weiß nicht, ob die wirklich so lebensmüde ist, aber anscheinend. Und ja, wir werden mal schauen. In der letzten Runde waren es leider nur 3 Überlebende, mit denen wir uns beschäftigen konnten. Die haben nicht wirklich lange durchgehalten und was allerdings auch an den Fallen lag. Und ja, wir schauen mal, dass wir jetzt wieder die Fallen dementsprechend gut platzieren werden und mal sehen, wie viele von denen überleben. 2 sind in einer grünen Schürze unterwegs und einen in Rot unterwegs. Ich weiß nicht, ich finde das suboptimal, ehrlich gesagt, da die Tarnung doch irgendwie schlecht ist. Aber okay, wenn sie es dementsprechend so haben wollen, können sie es gerne so haben und ja. Ich werde jetzt erstmal die ein oder andere Falle schon mal platzieren und dann geht es hier dementsprechend erstmal ganz normal weiter, würde ich sagen. So, hier machen wir mal die erste Falle hin. Fallen habe ich mittlerweile gemerkt, sollte man hauptsächlich irgendwie ins hohe Gras legen. Alles andere ist eher wirklich unoptimal und ja, wir schauen mal, wie viele dementsprechend hier dann entkommen werden oder nicht entkommen werden. Ich platziere mal mein Fällchen und wir gehen jetzt die Generatoren ab, halten die ein bisschen in Atem, die Leute, und schauen mal, ob denn einer überlebt von denen oder nicht. Ich hoffe ja nicht. So, da hinten sehe ich schon den ersten Rennen. 2 Rennen. Ah, die Taktik ist mittlerweile echt. Machen mittlerweile viele, muss ich sagen. Okay, die haben wir erstmal verscheucht. Ich habe es jetzt leider auch verloren, aber das muss nicht großartig was heißen. So, hier, komm mal mit an den Marken, meine Dame. Halt. So, ich habe einen Perk, der mir letztendlich das Laufen erleichtert, beziehungsweise Alter, werde ich sich nicht so wehren. Alles gut. So, wir nehmen uns einmal ein Fällchen mit. Gehen mal zum nächsten Generatorchen. So, rennt da irgendeiner weg? Bin jetzt nicht so der großartige Camper. Da hinten. Steckt da jemand in meiner Falle? Nee, meine Falle wurde aber entschärft. Nee, wurde nicht entschärft. Wurde nicht ausgelöst. Schade. Na? Einer zu Hause? Hallo, ich hab's gehört. So. Ist mein Lieblingskandidat im Moment. Allerdings, die grüne Schürze, wie gesagt, ist halt nicht optimal. Was ist jetzt kaputt? Entscheidungsschlag? Ach, das geht? Cool. Hat jetzt nicht wirklich geholfen, ist wohl ein Perk, was sie hat. Das kann sie aber, glaube ich, nur einmal machen. Oder sie hat, sie ist extrem gut mit den Perks. Und, ja, wir hängen die Dame jetzt erstmal hier auf. Haben die... Haben 2 andere Damen hier. So. Das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Das war's für sie. So, wir nehmen einmal mit. Die eine hat eine Taschenlampe in der Hand, aber das hilft ja auch nicht großartig weiter. Einmal aufhängen und das war's. Charakter Nummer 1 ist tot. Wir nehmen uns jetzt gleich mal die nächsten 2 hier vor, die im Umkreis waren. Die werde ich dementsprechend auch noch kriegen. Das ist nicht das große Problem, meine Freunde. Da hilft kein Gejammer und kein Gejammer. Eine ist hin. So, ich sollte wieder mehr Fallen platzieren. Aber erstmal finden. Ist die andere Devise. Mittlerweile, früher, ich weiß nicht, ich habe immer Probleme mit diesen Fallen beispielsweise. Hier irgendwie nicht so. Nee, da ist doch keiner mehr drin. Ich wäre auch schon lange längst weggegangen. Wir haben noch eine, haben wir noch verletzt, auf jeden Fall, aber auf dem Weg nach, auf dem Weg weg. So, Generator, nicht mit mir. Wir platzieren die Fallen mal ein bisschen random. So, da ist keiner dran. Mal zum nächsten Generator. 4 Generatoren sind es im Moment noch. Da ist die nächste Falle. Wunderschön.
Der ist nicht gemacht. Ja, da hinten sieht doch potenziell gefährlich aus, der Generator. Ah, dann nehmen wir die Kiste durchwühlt. Bin an meine Falle gedappt? Nee. Ich sehe das momentan. Ich bin noch zu schlecht, was den Fallensteller angeht, um zu sehen, wenn Leute irgendwo reindappen. Ich dapp vor allem auch gerne mal in meine eigenen Fallen. Ja, erwischt. So. Der nächste Kandidat. Nein, Arsch. So, krieg den noch. Irgendwann geht mir das Zeug zum Umschubsen aus. Definitiv. So, mein Freund. So nicht. Oh, hier ist der Haken weg. Macht aber nichts. Hier ist schon der nächste Haken. Oh, der wickelt sich nicht. Der wehrt sich ja nicht mal. Der wehrt sich echt nicht. Na, wenn er will. Wer nicht will, der hat schon mal. Muss öfters Fallen hier zwischen reinstellen, glaube ich. Hm, er wurde gerade wieder geholt. So. Ah! Hallo, mein Freund. Was? Wieso wollen eigentlich... Ich finde das gemein. Ich poliere diese Haken. Ganzen Tag sitze ich hier im Wald. Polieren, ganzen Tag poliere ich Haken. Wirklich jede freie Minute benutze ich letztendlich, um Haken zu polieren. Nur damit sich hier die Leute wohlfühlen. Und wie wird's einem gedankt? Die gehen nicht mal an die Haken. Beziehungsweise, die wollen sofort wieder runter. Das geht doch nicht. So, der ist auch hin. Wunderhübsch. So, suchen wir uns die nächsten zwei Kandidaten. Drei Generatoren haben sie momentan noch zu machen. Das werden wir zu verhindern wissen. Und zwar mit der einen oder anderen Falle, die wir auch auslegen. Oh, kann ich sogar... Kann sogar zerstören. Sehr schön. Oh, Generator wurde gemacht. Oh, der innen drin im Häuschen. Okay. Hörst doch da rumheulen. Ich hab's doch hier gerade noch rumheulen hören. So. Möge das große Rennen beginnen. So. Einmal. Oh, die hat meine Falle entschärft. So! So, am Haken, oder? Das ist so ein Haken. Da ist noch ein Haken an der Sache. So, einer noch. Zwei Generatoren noch. Das Problem ist, dass jetzt die Luke aufgeht. Was das immer Ganze nicht einfach macht, wirklich. So, haben wir hier irgendwie eine Falle? Das war blödsinnig. Aber okay. Sollen sie ruhig machen. Keine Ahnung, jetzt dreht sie sich hier wild auf den Kreis. Ist sie vom Haken gekommen? Ne, ist nicht vom Haken gekommen. Okay, die letzte, die wir noch anpinnen müssen, das kriegen wir auch noch hin. Und dann ist die Runde auch schon wieder durch. Wehren kann sie sich nicht wirklich mehr. Wir haben nämlich einen Perk, der das dementsprechend verhindert. Und das war's.
kein Einkommen. So lobe ich mir das Ganze. Komm, einen noch für Mami. Und dann sind wir soweit durch für heute. So, ich werde jetzt dann noch wieder die Blutpunkte vergeben. Wir können vielleicht noch eine Falle aufstellen. Guck mal hier. Guck mal, ich habe hier noch eine Falle für dich. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Manche können die Fallen wirklich unter die Leute legen. Ist hier leider nicht der Fall. Also, es ist wirklich so, dass man die Falle nur relativ weit weg platzieren kann, was ich schade finde. Oh, wenn ich hier noch Zeug kaputt mache, kriege ich sogar einen Zerstörungsbonus. Wunderschön. Okay, beide sind tot. Die werden sich dementsprechend nicht mehr retten können. Vielleicht noch eine Falle aufstellen. Gibt noch ein paar Bonus-Blutpunkte, auch wenn es nicht viele sind. Meine Fallen werden allerdings zu 90% entschärft, glaube ich. Oder ich sehe es einfach nicht. Kann natürlich auch sein. Ich habe nicht so das Auge dafür, alles im Blick zu behalten, sondern ich konzentriere mich mehr auf die Überlebenden. Ist aber, glaube ich, insgesamt auch eine ganz gute Taktik. Hallo! Guck mal. Helf noch ein bisschen mit. So. Gleich ist sie tot. Aber sie kriegt dann noch die Blutpunkte fürs Kämpfen und die würde ich durchaus auch mitnehmen. Zumindest wenn ich irgendwie die doppelten oder 100% mehr Blutpunkte kriegen würde, würde ich das dementsprechend genauso machen. Das war's letztendlich. Ja, wieder eine gute Runde erwischt, glaube ich, insgesamt. Und ja, die nächste Runde kommt dann definitiv wieder. Niemand ist denn kommen, 2000 Punkte dazu gekriegt. Mal sehen, wie viele Blutpunkte wir haben. Wir werden schnell unser Upgrade durchführen. Dann war's das allerdings erstmal wieder. So. Na, das reicht für den Perk und allen drum und dran. Über 20.000 Blutpunkte. Bald dann schon Level 10 und dann kriegen wir schon wieder die nächste Fähigkeit. Deine bloße Anwesenheit. Ach, da ist so dieses zermürbende Präsenz. Mag ich nicht so den Perk. Add-on habe ich sogar schon mittlerweile das, wo man den letzten Überlebenden mit bloßer Hand töten kann. Das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Aber wie gesagt, das war's für die Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut.